Jetzt braucht er natürlich Energie. Erstens, um versorgt zu sein, aber dann ist das Zweite, wohin mit dem Müll? Wohin? Im Ausgeschieden wird es nicht, weil du hast zu wenig Wasser, also muss ich lagern. Und was bietet sich besser an als alles, was Dings? Machen wir die nächste Folie, da kannst du es sehr gut ablagern. Und ich sehe es ja, meine Kollegen, jetzt haben wir 45 Jahre Abitur, Jubiläum, wenn ich sage, Jungs, wir spielen Fußball, meine Hüfte, der nächste, mein Knie, der dritte, meine Hüfte, meine Schultern, überall. Also, es muss doch irgendwo hin. Es ist nicht so schwer. Irgendwo muss der Müll, müssen die Ablagerungen hin. Und zwar nicht die guten Brüderchen, sondern die müssen da irgendwo hin. Und da kannst du, also aus so einem Gelenk zum Beispiel, da kannst du natürlich erstens Wasser auch ziehen aus dem Knorpelbereich und du kannst ablagern. Und wenn da nicht aufpasst, oder in der Schulter, oder in der Hüfte, und das erlebe ich halt mit so vielen Leuten, die dampfdestilliertes Wasser trinken, die haben das Thema nicht, weil es hochohmig ist, etc. Also, aber es muss sich irgendwo ablagern. Machen wir wieder weiter. Und dann können sich natürlich, wenn du das nicht, Toxine ansammeln, im Bindegewebe, wo wir schon gesprochen haben, und dann geht das interzelluläre Wasser nach außen, weil der Körper gleicht da immer aus. Und so kommt auch die Übersäuerung dann zustande. Also ist natürlich, weil der Körper will nur eines überleben und da tut er alles dafür. Dann scheidet er die Giftstoffe, aber die sind dann interzellulär und das sind dann wieder die Ablagerungen etc.